Hallo und herzlich willkommen auf dem VPN-Tiger YouTube-Kanal. In diesem Video stelle ich euch die besten kostenlosen VPN-Anbieter auf dem Markt vor. Generell sind kostenlose VPNs sehr beliebt und Millionen von Nutzern verwenden sie auf einer Vielzahl von Plattformen, darunter auch Desktop- und mobile Plattformen. Und obwohl ich euch niemals einen kostenlosen VPN gegenüber den kostenpflichtigen empfehlen würde, denke ich nicht, dass jeder kostenlose VPN zwangsläufig schlecht sein muss. Und in der Tat gibt es einige ziemlich gute Anwendungen und die drei besten kostenlosen VPNs, die ich euch in diesem Video vorstelle, sind ProtonVPN, HypeMe und TunnelBear. Und bevor wir mehr über die besten kostenlosen VPN-Anbieter sprechen, ein kleiner Disclaimer. Und zwar sind kostenlose VPN nämlich in ihrem Angebot sehr eingeschränkt. Soll sie halt je nach Anbieter entweder eine begrenzte Bandbreite, begrenzte Geschwindigkeiten, begrenzte Sicherheit oder eine unterdurchschnittliche Fähigkeit zur Umgehung von Geobeschränkungen anbieten. Und da sie kostenlos sind, kann man halt einfach nicht erwarten, dass diese VPN die Leistung von Premium-VPN-Anbietern erbringen. Aber wenn ihr keine anspruchsvollen Benutzer seid, dann sind die vielleicht was für euch. Und wie gesagt, gibt es bei den kostenlosen VPN einige Einschränkungen. Und aus diesem Grund möchte ich euch eine weitere Option anbieten, nämlich die kostenlose Nutzung eines Premium-VPN mit 30-tägiger Geld-Zurück-Garantie, was ja für mich ein viel besseres Angebot ist, aber dazu auf jeden Fall mehr in diesem Video später. Beginnen wir also diese Liste mit dem ersten kostenlosen VPN und das ist nämlich ProtonVPN. ProtonVPN ist für mich, also meiner Meinung nach, der beste kostenlose VPN-Anbieter auf dem Markt. Und ist trotz seiner Mängel, ja, meine erste Wahl, weil dieser VPN kann auf allen relevanten Plattformen installiert werden, einschließlich iOS, Android, Mac, Windows, Linux und sogar Android TV. Und ich fange jetzt mal mit den guten Sachen erstmal an. ProtonVPN hat seinen Sitz in der Schweiz, die ja für strenge Datenschutzgesetze bekannt ist. Das bedeutet, dass ProtonVPN so gut wie keine Logs eurer persönlichen Daten speichert, genauso wie keinen Browserverlauf, was es zu einem der sichersten kostenlosen VPN da draußen macht. Was aber auch gut daran ist, ist die Tatsache, dass es unbegrenzte Bandbreite bietet, sodass ihr unbegrenzt das Ganze nutzen könnt, ohne euch Gedanken über die Bandbreitenbegrenzung zu machen. Und außerdem ist die App auch sehr einfach zu bedienen und das Verbinden oder Trennen von einem Server ist sehr einfach. Wenn ihr euch zum Beispiel mit einem US-Server verbinden wollt, klickt ihr hier links einfach hier auf den Verbinden-Button und nach ein paar Sekunden hat ProtonVPN eine Verbindung hergestellt, sodass wir jetzt einfach eine US-IP-Adresse haben. Und wenn ihr die Verbindung einfach trennen wollt, dann drückt ihr hier einfach auf Verbindung trennen. Außerdem bietet ProtonVPN eine Fülle von Funktionen, die ihr finden könnt, wenn ihr auf das Einstellungsmenü und dann auf Erweitert klickt. Dieser VPN kommt mit militärischer Verschlüsselung, DNS und IP-Lag-Schutz und sogar Split-Tunneling. Und all diese Funktionen bekommt ihr sogar mit der kostenlosen Version der App. Aber was sind jetzt die Nachteile, fragt ihr euch jetzt. Erstmal zu Torrents. Die kostenlose Version von ProtonVPN ist nicht P2P-freundlich, also erwartet nicht, dass ihr es irgendwie mit BitTorrent oder einem anderen Torrent-Client benutzen könnt. Eine weitere schlechte Sache an diesem VPN ist, dass es wirklich nur 3 Server in der kostenlosen Version anbietet, die ihr hier links sehen könnt. Und es ist natürlich bei weitem nicht genug, selbst für weniger anspruchsvolle Benutzer. Die Streaming-Fähigkeiten sind leider auch unterdurchschnittlich, obwohl es ja einige Netflix-Kataloge entsperren kann. Aber aufgrund der langsamen Geschwindigkeiten ist das Streaming-Erlebnis nicht ganz so gut. Ich muss aber dazu sagen, dass ProtonVPN ein wirklich kostenloser VPN ist und keine Kreditkarte oder ähnliches benötigt wird, um den halt wirklich zu benutzen. Allerdings gibt es hier auch die kostenpflichtige Version, ja, die viel besser als die kostenlose Version ist mit tausend Servern, viel schnellere Geschwindigkeiten und noch stärkere Sicherheit. Aber die würde ich euch auch nicht empfehlen, weil es dafür wirklich, also für diese Leistung, wirklich viel zu teuer ist. Dafür würde ich euch andere Premium-VPNs empfehlen, die ich in diesem Video auch noch erwähnen werde. Aber es gibt noch eine Sache, die man über ProtonVPN wissen muss. Und zwar ist es die Tatsache, dass ProtonVPN nur OpenVPN anbietet und ihr kein anderes Protokoll auswählen könnt oder sowas. Obwohl OpenVPN die beste Balance zwischen Sicherheit und Geschwindigkeit darstellt, ist es ja wirklich ziemlich begrenzt und die Einbindung des ICAF-2-Protokolls wäre eigentlich gut, aber nichtsdestotrotz ist ProtonVPN immer noch, ja, einer meiner bevorzugten kostenlosen VPNs.
Und jetzt kommen wir mal zum zweiten kostenlosen VPN auf dieser Liste hier. Und zwar ist das Hide.me oder Hide.me. Hide.me ist ein VPN-Anbieter mit Sitz in Malaysia, der grundsolide Sicherheit und Privatsphäre auf dem Niveau einiger der besten Premium-VPNs verspricht. Und das ist nicht verwunderlich, wenn man halt bedenkt, dass Hide.me in erster Linie ein Premium-VPN ist und eine zertifizierte Zero-Logging-Policy, militärische Verschlüsselung, DNS/IP-Lagschutz und einen VPN-Kill-Switch bietet. Und zum Glück lassen sich alle erwähnten Funktionen auch auf die kostenlose Version übertragen, was Hide.me zu einer der sichersten kostenlosen VPNs auf dem Markt macht. Das VPN kann auf jeder der bereits erwähnten Plattformen installiert werden, mit dem Zusatz von Amazon Fire TV, Router, Chrome und Firefox, und er bietet sogar einen kostenlosen Proxy an, wenn man kein VPN benutzen möchte. Hide.me bietet auch anständige Geschwindigkeiten, obwohl die natürlich nicht so gut sind, um jetzt hier problemlos streamen zu können. In dieser Hinsicht ist dieser VPN-Anbieter ja nicht so gut, denn selbst als bezahlte Option funktioniert er nicht mit Netflix, wenn man die kostenlose Version davon benutzt, sagt Hide.me explizit, dass es keine Streaming-Unterstützung dazu gibt. Aber was ist mit der App? Und zur App muss man sagen, dass sie nicht so gut designt ist, aber sie ist in Ordnung dafür und bietet übersichtlich jede Option. Um sich zum Beispiel jetzt mit einem Server zu verbinden, klickt ihr einfach hier und wie ihr hier sehen könnt, werden in der kostenlosen Version nur 4 Standorte unterstützt, mit dem Zusatz des besten Standorts, der im Grunde aus einem der verfügbaren Standorte auswählt. Und um eine Verbindung herzustellen, klickt ihr einfach auf den gewünschten Server und dann auf Verbinden. Und in wenigen Sekunden stellt Hide.me eine Verbindung her und ihr erhaltet eine andere IP-Adresse, die eure Verbindung verschlüsselt. Und um die Verbindung zu trennen, klickt ihr hier natürlich einfach auf Trenne VPN. Eine gute Sache an Hide.me ist auch, dass es wirklich einen sehr guten Kundensupport anbietet. Dafür schreibe ich jetzt einfach mal eine Nachricht an Hide.me und sehe mal, was passiert. Und wie ihr seht, nach nur wenigen Sekunden nach dem Tippen der Nachricht antwortet ein Mitglied des Support-Teams. Das ist auf jeden Fall richtig gut, aber da Hide.me ja auch eine kostenpflichtige Version anbietet, solltet ihr euch dafür vielleicht entscheiden. Ja, nicht ganz, weil interessanterweise bietet Hide.me neben seiner kostenlosen VPN eine sehr teure kostenpflichtige Option an, die wirklich gut ist, aber das Geld nicht unbedingt wert ist. Also ich würde euch nicht empfehlen, die kostenpflichtige Version von Hide.me euch zu besorgen. Da gibt es wie gesagt bessere Premium-VPNs. Kommen wir jetzt mal zum dritten kostenlosen VPN auf dieser Liste. Und zwar ist das TunnelBear. Und TunnelBear ist ein kostenloser VPN mit einer extrem benutzerfreundlichen Oberfläche und einer Website, ja, die ihr Bestes tut, um euch zum Herunterladen der VPN-Anwendung zu bewegen. Aber solltet ihr das tun, ja, wenn ihr einen der besten kostenlosen VPN wollt, dann solltet ihr das auf jeden Fall tun, weil TunnelBear kommt mit dieser schönen Anwendung hier und lässt euch mit einem einzigen Klick eine Verbindung zu einem Server herstellen, den ihr halt wollt. Dafür klickt ihr einfach auf das gewünschte Land, von dem ihr eine IP-Adresse haben wollt. Zum Beispiel jetzt einfach mal hier Frankreich. Da klickt ihr einmal drauf und schon gräbt es quasi einen Tunnel hierher nach Frankreich. Und schon habt ihr jetzt eine französische IP-Adresse. Und um eure Verbindung wieder zu trennen, drückt ihr hier oben einfach auf On bzw. auf Off. Und dann habt ihr eure Verbindung schon getrennt. Außerdem bietet dieser VPN 26 Serverstandorte. Ja, was viel besser ist als Hide.me oder Proton VPN. Und TunnelBear kommt auch mit Sicherheitsfunktionen wie militärische Verschlüsselung, VPN Kill Switch, auch bekannt hier als Vigilant Bear, Split Tunneling und eine spezielle Funktion namens Ghost Bear für die Umgehung von Firewalls. Und genauso wie die beiden anderen kostenlosen VPNs hat auch dieser VPN-Anbieter eine Zero Logging Policy, die bewundernswert für so einen kostenlosen VPN ist. Es werden nämlich keine Protokolle eures Browserverlaufs, von euren IP-Adressen, DNS-Abfragen, Zeitstempel oder Standort oder sowas ähnliches gespeichert. Und das finde ich auf jeden Fall gut. Außerdem erlaubt TunnelBear das Herunterladen von Torrents. Und in seltenen Fällen funktioniert es auch mit einigen Netflix-Katalogen. Aber auf der anderen Seite bekommt man leider nur 500 MB monatliche Bandbreite, die man zwar erhöhen kann, wenn man über den Provider twittert, woraufhin man weitere 500 MB bekommt, was zu einem Gigabyte monatlicher Daten führt, aber die sind natürlich auch relativ schnell aufgebraucht,
wenn man ein VPN öfter benutzt. Deswegen bin ich davon auch noch nicht so richtig beeindruckt. Des Weiteren hat Tunnelbear seinen Sitz leider in Kanada. Das sind in Bezug zur Sicherheit leider nicht so gute Nachrichten, wenn man bedenkt, dass Kanada einer der führenden Kräfte der Five Eyes Alliance ist, die für die globale Überwachung verantwortlich ist. Es kann sich somit nämlich negativ auf den Datenschutz des VPN auswirken, da die Regierung jederzeit verlangen kann, alle benutzerbezogenen Daten zu speichern und herauszugeben. Und außerdem hat Tunnelbear einen sehr schlechten Kundensupport, bei dem man eigentlich ewig auf eine Antwort warten muss. Und außerdem bietet Tunnelbear nur eine gleichzeitige Verbindung an. Das bedeutet, dass man Tunnelbear nicht benutzen kann, um andere Geräte gleichzeitig zu schützen. Also man muss hier wirklich Kompromisse eingehen. Aber trotz dessen ist Tunnelbear ja schon einer der besseren kostenlosen VPN. Aber wie ihr gesehen habt, ist kein kostenloser VPN so richtig gut. Und deswegen habe ich am Anfang des Videos erwähnt, dass ich euch einen Premium-VPN vorstelle, den ihr als besten kostenlosen VPN nutzen könnt. Und zwar ist diese Option ExpressVPN, da es ja eigentlich ein kostenpflichtiger VPN ist, fragt ihr euch jetzt, okay, wie funktioniert das Ganze? Und zwar ist es so, dass ihr ExpressVPN wirklich 30 Tage lang risikofrei nutzen könnt und dann die 30 Tage Geld-Zurück-Garantie benutzen könnt. Mit anderen Worten, es gibt wirklich hier eine 30 Tage Geld-Zurück-Garantie, die es euch ermöglicht, euer Geld zurückzubekommen. Bevor diese Periode abläuft, dann müsst ihr keinen einzigen Cent bezahlen. Aber warum ist ExpressVPN besser als alle anderen von mir genannten besten kostenlosen VPN-Anbietern? Weil es ein Premium-VPN ist und alle Mängel der angesprochenen VPNs ausbügelt. Erstens ist es der schnellste VPN auf dem Markt und bietet 3000 Server in 94 Ländern auf der ganzen Welt. Und es kommt mit militärischer Verschlüsselung und bietet natürlich eine geprüfte Serial-Logging-Policy. Und ExpressVPN ist außerdem großartig für Streaming und Torrenting geeignet und bietet unbegrenzte Bandbreite und ganz zu schweigen von seinem automatischen Killswitch und dem DNS- und IP-Lag-Schutz, der sich um eure Sicherheit online kümmert. Und da wir natürlich Streaming erwähnt haben, funktioniert ExpressVPN für eine Reihe von Plattformen wie zum Beispiel Netflix, BBC, iPlayer, Hulu, Prime Video und vielen anderen. Und außerdem könnt ihr ExpressVPN auf jedem Gerät verwenden, das ihr wollt, einschließlich Windows, iOS, Android, Linux, Mac und sogar auf Routern. Und die App ist natürlich auch ziemlich einfach zu bedienen. Zum Beispiel sage ich jetzt einfach mal, ich will eine Verbindung zu einem der 3000 Server, die ExpressVPN bietet. Was muss ich dafür tun? Nun, wir müssen einfach auf die Serverliste hier klicken und dann auf alle Standorte. Und zum Beispiel, ja, lasst uns jetzt einfach mal eine Verbindung zu einem Server in Europa herstellen. Klicken wir also hier einfach mal auf Europa und dann nehmen wir zum Beispiel einfach mal Frankreich. Was ihr also tun müsst, ist einfach hier auf Frankreich zu klicken und den Verbindungsknopf hier in der Mitte zu benutzen, um euch zu verbinden. Und das ist dann alles, dann haben wir direkt eine Verbindung hergestellt. Und wie ihr seht, hat ExpressVPN direkt eine Verbindung hergestellt. Wir haben jetzt einfach eine IP aus Frankreich, das funktioniert auf jeden Fall ganz, ganz schnell. Und außerdem gibt ExpressVPN euch bis zu 5 gleichzeitige Verbindungen, sodass ihr bis zu 5 Geräte gleichzeitig schützen könnt. Und alles in allem ist das wirklich die beste Wahl, wenn ihr nach dem besten kostenlosen VPN sucht. Und mit der 30 Tage Geld-Zurück-Garantie könnt ihr das Ganze wirklich kostenlos benutzen. Und apropos Geld, wenn ihr ExpressVPN auch weiter benutzen wollt nach den 30 Tagen, ExpressVPN ist für seine Klasse und seine Qualität und Leistung wirklich erschwinglich. Und wenn ihr euch den Einjahresplan holt, bekommt ihr über meinen Link in der Beschreibung oder der hier eingeblendet wird, einen Rabatt von 49% plus 3 Monate ExpressVPN kostenlos. Und wie gesagt, eine 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. So könnt ihr ExpressVPN, wie gesagt, für 29 oder 30 Tage benutzen und dann eine Rückerstattung anfordern und dann bekommt ihr euer Geld innerhalb von nur wenigen Stunden zurück. Klickt dafür gerne auf den Link in der Beschreibung für das spezielle Angebot. Und das war's auch schon von dem Tutorial, was die drei besten kostenlosen VPNs sind. Wie ihr gesehen habt, gibt es natürlich einige Nachteile bei den kostenlosen VPN. Deswegen würde ich euch ExpressVPN als Premium VPN empfehlen. Wie gesagt, gibt es mit ExpressVPN viele, viele Vorteile, die ihr leider mit den kostenlosen VPN nicht zur Verfügung habt. Und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schaut auf jeden Fall gerne auf meinem Kanal vorbei für mehr VPN-Videos oder klickt jetzt auf die vorgeschlagenen hier. Und wenn euch das Video hier geholfen hat, dann abonniert gerne diesen Kanal und lasst mir einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao!